Hallo Leute, heute ist der 24.07.2020. Heute ist nicht viel passiert. Ich war morgen um 7:30 Blut abnehmen und EKG schreiben für meine Tran-OP. Die ist zuerst am 10. September, aber die sind jetzt dann im Urlaub und deswegen brauchen sie die Werte und so. Bis 30. Und der 30. ist ja schon der nächste Donnerstag oder so, nächste Woche. Und sonst ist eigentlich den ganzen Tag nicht viel passiert. Ich habe zum Mittag 2 Stunden im Rollstuhl geschlafen, weil ich so müde war. Ich wollte mich aber auch nicht hinlegen, was ich jetzt im Nachhinein ein bisschen bereue, weil ich hätte im Bett sicher besser geschlafen. Aber ich bin so richtig zusammengekracht. Und vom frühen Aufstehen habe ich es bis nach dem Mittagessen ausgehalten. Dann bin ich eingeschlafen. Sonst war echt nicht viel, wir waren ein bisschen draußen. Das Wetter war ganz schön. Man hat immer wieder mal gedonnert. Aber das macht mir eigentlich nichts. Und morgen kommt Sonja. Auf das freue ich mich schon. Ich habe jetzt ein bisschen einen Stimmungsknick. Ich weiß ganz ehrlich nicht, warum. Ich bin halt schon sehr müde. Es ist 19:28 Uhr. Und der Tag war schon relativ anstrengend. Wir waren nach dem Blutabnehmen bei Micky frühstücken. Das war richtig lecker. Danach hatte ich auch über 300 Zucker, weil ich einen Schokocroissant gegessen habe. Und das war ein bisschen schade, aber damit war zu rechnen. Wenn ich helles Gebäck oder Buttergebäck mit Schokolade esse, dann flippt der Zucker immer total aus. Aber ich will nicht ganz drauf verzichten und es hat sich dann auch relativ schnell eingekriegt und deswegen war es nicht so schlimm. Mir geht's heute mittelmäßig bis nicht so besonders. Ich habe gemerkt, dass es mir die letzten Tage dagegen sehr gut ging. Und also stimmungsmäßig. Ich bin zwar ein bisschen wacher, weil ich zu Mittag geschlafen habe. Aber stimmungsmäßig klappt es nicht ganz so gut. Ich glaube, das liegt jetzt auch daran, dass heute die erste Woche vorbeigeht, in der ich keine richtige Psychotherapie hatte und auch kein Begleitgespräch. Und ich glaube, es staut sich momentan schon wieder viel auf. Aber damit kann ich noch relativ gut umgehen. Ja. Morgen kommt Sonja, auf das freue ich mich. Wir haben noch nichts geplant. Kommt morgen aufs Wetter drauf an. Und Geld habe ich auch noch keines. Also können wir noch nicht viel machen. Aber mal schauen. Sonst gibt's auch nicht viel Neues. Ich bin sehr müde noch immer. Und antriebslos und so.
Und das wird auch in den nächsten Tagen und Wochen nicht besser werden, weil ich ja beim Rasperger erst am 3. September einen Termin habe. Und wenn da nichts an den Medikamenten geändert wird, wird sich das nicht verbessern. Vielleicht mein allgemeiner Zustand, aber ja. Ich merke jetzt von der Blasenentzündung nicht mehr viel. Mein Zahn tut mir noch immer ganz schön weh. Und sonst fällt mir heute auch nicht mehr ein. Es ist einfach momentan jeder Tag wie ein Sonntag. Und ich komme etwas raus, aber jeder Tag fühlt sich irgendwie gleich an. Und das ist so ein bisschen der Nachteil, die letzten 2 Tage waren auch keine Assistenten da. Und das macht dann auch nochmal einen großen Unterschied, ob Assistenten da sind oder nicht. Heute habe ich bei Assistenz 24 angerufen, dass sie meine Annonce wieder online schalten. Und bin gespannt, wer sich darauf meldet. Und dann wird man sehen. Naja, gute Nacht. Ciao.